Willkommen zurück hier auf meinem Kanal zu Alice im, Quatsch, Lost in Random, was aber ein bisschen an Alice im Wunderland erinnert. Aber wir laufen mal weiter. Dicey ist vorgelaufen, also wir können wirklich ihn irgendwie auch gar nicht einholen so richtig. Dicey, what's happening here? Schreit er. Lass er weg. Deine Chancen verbessern. Tausche Karten, okay. Jetzt bin ich so ein, habe ich so ein Würfelkostüm an. Da ist schon wieder der Geist. Der natürlich wieder abhaut, klar. Huch. Tauchen überall kleine Erinnerungslücken auf, oder was ist das? Ein Teekessel. Das Ganze hat wirklich so einen Tim Burton-Charakter und Alice im Wunderland ist damit drin. Und er ist nämlich ein bisschen an den verrückten Hutmacher hier, das Design. Das ist alles schon so ein bisschen abgefahren. Aber es schockt. Sieht witzig aus. Retzim Rigrü. Irgendwas rückwärts hätten wir den Namen lesen sollen. Habe ich aber nicht so schnell geschafft. Dreckige Einserin. Oh, was? Schlangäugiger Freak. Verdammte Einpunkterin. Du hast hier nichts verloren, Einserin. Geh zurück in den Dreck, wo du hingehörst. Oh. Dirty trash, Cyclops. Shut up! Shut up! Shut up! Shut! What is going on here? The other kids, they said I was a filthy oneer. She is. She's not a sixer like us. Oh, the dice doesn't lie, children. Yeah, but she was just lucky. She's a oneer. You can smell it on her. Oh, you think you're smarter than the black dice? I mean, no. I just... Oh, so now you're saying she is a sixer after all. So you've lied to me either way. I mean... Lying should be punished, Odd. Don't you agree? You don't have to. I was just... Now, there's no room for pity. Either everything's fair, or nothing is! Oh mein Gott, ey. Abgespaced hier das Ganze. Royale Gegenspieler. Es gibt königliche Versionen der Lakaien der Königin. A wonder! Off to the garbage for you! I'm not garbage! We'll agree to disagree, love. Was? What's this? A lunchbox? Ha! A living lunchbox! Monster! I'm gonna tell the mayor! Oh Gott. Da liegen wir. We're here. Let's see where here is, Dicey. Okay, los geht's. Wir schleichen hier ein bisschen rum, wie man sieht. Even had a feeling. Call it a hint. Her new friend Dicey would be able to open that door for her. All it would take would be a roll or two. Okay, machen wir mal. Mit zwei? Und dann geht die Tür auf. Und was, welche Eins würfelt dann wahrscheinlich nicht, aber. Das war auch blöd, ne? Muss ein paar Mal würfeln, dass irgendwas klappt. Da ist ein Geist! Look, it's that ghost again. Yes, I was just going to say that. But what did it want? Did you hear? The new moon is finished. When it comes to the new moon, I'm of two minds. And they both love it. Okay. Was ist eine Ratte? Meine Erde, wohlgedeihte.
Okay, wir sind in zwei Städte, also wir müssen wahrscheinlich bis nach oben kommen, durch alle Städte durch. Gehen wir mit. Oder? Oh. Zweibahnstraße, ja. Eine Einbahnstraße gibt's ja nicht. My favorite kind. Oh. Any second now. Das ist ein Schummelwürfel. Oh, cursed too. Though I suppose you can't have the sweet. Without the sour. Attention to town. Now hear this. The queen is wrong, but true. I repeat, the queen is wrong, but true. Her will is now manifest. Long may she reign. Random rules. Oh, a two! What a delightful! Way to make a perfectly awful day even worse. Another dreary day, everyone. Just muddle through this horrid life until death finally claims us. Okay, das ist natürlich spannend zu wissen, wie es denn da weitergeht. Also, wenn sie eine 2 wird, auf einmal werden die guten Gefühle alle weg. Ist ja auch lustig zu sehen. Halt, ich habe doch gerade eben noch hier irgendwas gesehen, oder? Ne, anscheinend nicht. Da können wir das sehen, wo es hin links geht. Zweibahnstraße, Händlerstraße, Zweistadtplatz, okay. Vielleicht können wir mal zum Händler kommen, zu irgendeinem. Das wäre ja auch mal spannend. Wer bist du denn? Kann ich mit ihm reden, oder? Warte mal, hey. You don't belong here. Warum nicht? Rede uns. What are you looking at? Du willst doch nicht wirklich in diesem Turm mit mir sprechen? No, no, I did. We've got enough problems here without strange weirdos wandering around town. Seltsam zu sein ist doch nicht schlimm. Just keep telling yourself that, kid. And while you're at it, tell yourself that you're not missing anything by having just one personality. I seen you when the dice got rolled. You didn't change a bit. That tells us you're not from Two Town. I reckon you're a wanna, and you don't belong here. Okay, stimmt, dass nichts passiert mit uns, dass der Würfel gefallen ist, aber naja. It seemed to even that there were two sides to every story, especially here in Two Town, where even the residents seem to be of two minds. Ich könnte auch gegen schießen, sieht so aus, ne? Aber ich kann da gar nichts machen. Mama. Ah, okay. Das ist übrigens geil. Okay. Das sieht echt abgespaced hier aus. Also cool. Im positiven Sinne, ne? Finde ich. Oh, wer ist er? Manny Dex, der Händler, geil. The greatest cards in the land from my body to your hands. Moment mal, sind das die Karten, die ich sammle? The very same. Why, I've got the best cards in all of Two Town, only for the most discerning of customers. Oh, I can tell you've got an eye for cards. Always terrific to meet another cardosaur. Manny Dex, at your service. Okay, ich bin definitiv an Karten interessiert. Naturally! You know, I've often been heard to remark that life is like cards. It's not so much the cards you've got, but how you play them, yeah? Plus, life is also small, cheap and random, and yet utterly enchanting. All like cards, isn't it? Now listen, since you're a fellow cardosaur, and since business is slow, I'm gonna do you a solid, mate. Old Manny Dex is gonna give you a lovely binder to hold your cards in. Oh, that's the house. We'll just need to teach you how to use it.
Das krieg ich schon hin. Kartenordner, dein persönlicher Kartenordner. Benutze ihn regelmäßig, um deine Stapel zu modifizieren und neue Kombinationen auszuprobieren. Jetzt hast du Zugang zum Kartenordner. Drücke, um ihn zu öffnen. Okay, Stapel, Inventar. Dies ist der Kartenordner. Hier kannst du deine Kartenstapel betrachten und bearbeiten. Bewege deinen Cursor über eine Karte in den Stapel zum Inventar, um eine Kartenbeschreibung mit folgenden Elementen Titel einzublenden. Es gibt 5 Kartentypen: Waffe, Schaden, Abwehr, Risiko und Joker. Das ist dein Inventar. Hier kannst du die Karten, die derzeit in deinem Stapel sind. Das ist dein Stapel. Hier siehst du alle Karten, die du mit in den Kampf nimmst. Wenn weniger als 15 Karten in deinem Stapel sind, wird er automatisch mit Karten aus deinem Inventar aufgefüllt. Du besitzt einen Augenblick weniger als 15 Karten, aber sobald du 16 oder mehr Karten hast, kannst du den Stapel beliebig anpassen. Okay, wir haben jetzt noch nicht so viele, deswegen ist es eigentlich egal, ne? Aber das ist schon ziemlich cool. Now, what with that shiny new binder with all those blank pages in it? You're probably in the market for some new cards, eh? Das wäre cool. Well, good news! It just so happens I've got the greatest cards in the land from my body to your hands. Haha! And at the best prices too. Ich würde gerne ein paar Karten kaufen. Also gucken wir uns das mal an hier. Das sind die, die er hat. Willkommen im Kartenladen. Im Moment gibt es hier nicht viel zu sehen, aber das lässt sich sofort ändern. Okay, ich würde mal einmal Schaden aufmachen, oder? Zum Shop hinzufügen. Wunderbar, du kannst diese neu freigeschalteten Karten jetzt kaufen. Siehst du den Münzenzähler auf der rechten Seite? Jede im Laden ausgegebene Münze füllt den Zähler. Ist er voll, kannst du eine neue Karten auswählen, um ihn dann noch hinzuzufügen. Je mehr Karten du kaufst, desto mehr Karten sind verfügbar. Für treue Kunden gibt es im Laden etwas ganz Besonderes. Schalte Karten frei und finde heraus, was es ist. Okay, wir gucken, was wir so haben hier. Explosiver Würfel. Dicey verwandelt sich in eine tickende Bombe. Explodiert nach 15-9 Sekunden. Okay. Aber die macht ja selber auch Schaden, wie man sieht. Gesundheitsex haben wir ja schon. Das kommt jetzt nicht. Kristallfluch. Wenn du Kristalle zerstörst, die an einem Gegner sind, erleidet dieser ebenfalls Schaden. Ah, das ist natürlich cool. Das nehmen wir mal mit. Das ist wirklich cool. Beschwöre eine Uhr, die Gegner verlangsamt, die in ihren Teil der Würfeldimension gefangen sind. Hält 10 Sekunden lang an. Oma, beschwöre den Blasenschild der Hexe des Tals. Even ist 1 Treffer lang vollständig geschützt. Kritische 20. Beschwört einen dämonischen Ikoseda, der jeden Wesen in seinen Laden in seiner Nähe zufügt und vor allem abprallt, was er trifft. Er existiert 20 Sekunden lang. Gibt mehr. Okay, wir machen mal. Aber ich glaube, ich würde, glaube ich, dieses Verlangsamen mitnehmen. Oh, was ist das denn hier gewesen? Blitzangriff. Weicht Even mit ihrem Blinzeln durch Gegner aus, allein diese Schaden. Ist auch nicht verkehrt. Den können wir nicht, aber... Nur ein Blitzangriff. So, mehr können wir nicht kaufen, wie man sieht. Weil wir keine Kohle mehr haben. Okay, mehr können wir leider nicht machen bei dem. Aber beim nächsten Mal, wenn wir schon mehr Kohle gesammelt haben. How to escape it. Ich dachte, das könnte man gegenschießen, konnte man natürlich nicht. Huch, ihn haben wir doch schon mal gesehen, den Schlangenkopf hier. The door was locked. Perhaps someone nearby was in possession of a key. Komm, wer einen Schlüssel hat. Have you seen the upside downtown? I'm building it. Ich habe keine Ahnung, was das ist oder warum du mich damit belästigst. Na, okay, fragen wir ihn mal. The flipped city in the sky. You can't miss it. It's not just me, of course. Lots of construction jobs up there. That whole site was designed by Her Royal Highness, the Queen. It's the ultimate expression of Two-Town. Name Smokey, by the way. Also, es gibt jetzt zwei Städte? That's it. That's exactly it. Everything must have its other half. It's only natural. Some call the upside downtown a mere distraction. A minor obsession of the Queen designed simply to keep us all busy. You know what those people are called? Nein. Sie sind Verräter? That's it. The Queen is amazing. Her ideas are amazing. The new city reflects that. It's the ultimate expression of Two Town. What it was always meant to be. Two cities in one. Ja. Ich überhaupt keinen Sinn. Aber ich bin mal gespannt auf die Dreierstadt. Die uns auch so geben. Also hier kommen wir nicht durch. Hier brauchen wir den Schlüssel für. Das heißt, wir müssen irgendwo Schlüssel finden.
Irgendeiner wird den schon haben. Er vielleicht? The Queen's Royal Robot Guards. She had to think fast. She had to roll the dice. Los. Zwei, also Blinzelangriff, das ist natürlich cool beim Ausweichen, aber wir müssen ja auch irgendwie Schaden zufügen. Durch den Segen des alten Würfelschnitts werden die Kosten jeder Karte in Inventar um einen Kartentoken verringert. Das ist natürlich schlecht. Können wir den Blinzelangriff ja auch nehmen? Und das kriegen wir dann umsonst. Und wir machen auch gleich den... Was war das? Okay, machen wir den. So, jetzt warte mal. Das müssten wir doch eigentlich... Ich hätte auch immer Schaden durch, wenn ich ausweiche, ne? Sag mal die ein. So. Okay, wir können nur leben, das bringt uns jetzt gar nichts. Schade. Wir müssen ein bisschen was abschießen hier. Aber er kriegt ja trotzdem immer einen Blitzschaden, wenn wir... Oh, das war zu langsam. Ja. Okay, werfen wir den Würfel nochmal. Vielleicht kriegen wir was Besseres jetzt. Ah, einer Bogen ist auch nicht schlecht. So. Cooler Angriff. Cooler Move auch. Oh, ist noch einer. Den kriegen wir auch hin. Das war, ich dachte, ich könnte ihn schon jetzt treffen, konnte ich gar nicht. So, wir brauchen noch irgendwas Cooles. Was ist das denn hier? Eins kann man werfen, okay. Das Feuerschwert, das ist natürlich praktisch. So, was war das denn? Blinzelangriff? Kristallfluch. Das finde ich ganz gut. Das will ich mal ausprobieren. Dann kriegt der Schaden, wenn er... Das ist natürlich ziemlich lässig. Oh, da kommt noch einer. Oh, kommt zwei sogar. Okay, bringt uns noch gar nichts. Wir müssen erstmal noch ein paar. Oh. So.
mehr. Oh, weg hier. So, holen wir noch was raus hier. Achso, haben wir, okay. So, haben wir erwischt. Perfekt. Da ist der Schlüssel. Yes. Den brauchen wir auch. Sonst kommen wir da ja nirgends rein, ne? Und dann denken die ganze Kohle einzusammeln. Den Schlüssel holen wir uns. Ein Schlüssel. Damit kriegt man bestimmt eine Tür auf. Das denke ich auch. Jetzt ist die Frage, welchen Weg wir wieder laufen müssen. War das hier zurück? Oder da hinten längs? Da kann man gar nicht längs. Okay, es ist nur diesen Weg. Gut. Los, zurück. Das war nach unten, ne? Oder? Es war nach unten, ja, es war nach unten. Diesen blöden Kopf da, ja, genau, da war es. So, jetzt haben wir den Schlüssel. Schlüssel nochmal auf. In die Zweibahnstraße wollen wir. Oi, Kid! You want crispy twigs? Sir, it's not crispy twigs! Get your socks here! Gucken, ob wir noch ein bisschen Kohle einsammeln können hier. Was ist er denn für einer? Kann ich ja nicht, wenn der Typ hier im Weg steht. Achso. Was ist das hier? Jetzt kann man hier auch so, das ist nur so ein Zweiwürfelgetränk. Getränk. Ah, guck mal. Warum so traurig? I need inspiration. I'd trade my Gobblegregor for a flash of genius. I'm through Pipkin, by the way. I am an artist, but not with paints or music. My art is the art of trading, and I want to push the art forward. Trading Gobblegregors is so routine. I want to trade something that hasn't been traded before. Say, you wouldn't be willing to trade for that costume your friend is wearing, are you? Tatsächlich? Nah, never mind. Whatever he's dressed up as, it's too close to a dice. No market for dice costumes. They're just as illegal and forgotten as the real deal. If you ever have anything to trade, you'll come see me, right? Especially something unusual. Natürlich. Excellent. Keep your eyes peeled. Mach ich. Wo bin ich? Wenn man nett um zuvorkommt. Wer hier? Was der, den wir gerade eben so schwungvoll rumlaufen haben sehen? Help! Help! I've been attacked by robots! Hä? Rette Little Joe. Versuchen wir ihn zu retten. Shroud, get your fresh costume. The heart of Toontown was even greater and bigger and scarier. Than in the most outlandish stories she'd heard the Junkers tell in one croft. Hm. Ist er nicht hier oben rüber gelaufen über die? Ah, ich glaube schon. Ich komme, ich helfe dir. Ach, da hinten kann ich ihn auch sehen. Da sehe ich so ein kleines Symbol. Bringt uns noch gar nichts. Ich kann mal so machen. Oh. Volles Blatt, los. So.
2 gewürfelt. Gibt eben. Okay, brauchen wir jetzt nicht. Sag mehr, du. So. Oh, jetzt, ich wollte ausweichen. Malwürfeln und jetzt aber. So. Legen wir hier hin. Und dann. Okay. Oh, da habe ich getroffen. Was? Controller getrennt. Das habe ich schon bar gehabt. Warum? Fragt man sich immer, ne? Und eigentlich? Also Batterie ist ja nicht leer. Ah, dann zahlt mich nicht aus. Oh oh. Saved my bacon there, kid. Little Joe, gern geschehen. Look, let me repay you with a deal. I'm looking to trade a weird-looking four-sided skull for a Gubblegregor. That'll be just the thing I need to Gubblegreg my way out of future robot trouble. What do you say, kid? Was ist ein Gubblegregor? You don't know what a Gubblegregor is? Forget it then, kid. But, you know, do come back if by any chance you happen to find one. Okay. Das machen wir. Oh, wir 110 Münzen bekommen, das ist natürlich gut. Neue Karten kaufen. Jetzt mal runter. So. Machen wir uns beim nächsten Mal weiter durchs Dorf hier. Durch zwei Stadt. Bin gespannt, wie es weitergeht. Little Joe haben wir gerettet. Und, ja, schauen wir mal. Bis dahin. Tschüss und bis zum nächsten Mal.